Hallo Battlefield-Freunde, hallo YouTube. Mein Name ist Tom Thompson und ich habe mir heute nochmal ein besonderes Thema überlegt, nämlich mein Weg zu Close Quarters. Das Ganze wird ein Zweiteiler sein und dieses, ja, Teil 1 von dem Ganzen. Im Hintergrund seht ihr schon ein Gameplay auf der Karte Wake Island und man sehe und staune, diesmal kein Eroberungs-Gameplay, sondern Team Deathmatch. Was das Ganze auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Und zwar mein Weg zu Close Quarters. Wie ihr sicherlich bei einem meiner älteren Videos gesehen habt, oder meiner ersten Videos, habe ich ein sehr, sehr frühes Fazit zu Close Quarters gezogen, was eigentlich falsch war in späterer Betrachtung. Und zwar habe ich dieses DLC relativ schnell zu den Akten gelegt, so weil ich da überhaupt keinen Fuß auf den Boden bekomme. Aber ich habe mich so in den letzten Tagen ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, warum das Ganze so ist. Und bin dazu ein paar Punkten gekommen, was mich dazu bewegt hat, Close Quarters doch nochmal eine Chance zu geben. Bevor wir aber darauf näher eingehen, was ist eigentlich Close Quarters? Also ist Close Quarters eigentlich noch Battlefield? Nach meiner Definition, also ich verstehe unter Battlefield ein Kampf mit Waffen und Fahrzeugen, die sich sowohl in der Luft als auch am Boden fortbewegen. Wenn man diese Definition als Fundament nimmt und da Close Quarters draufsetzt, wird man sehr schnell merken, naja, das passt da nicht ganz. Also ich habe zwar Waffen, aber Fahrzeuge gibt's da nicht. Außer man zählt den EOD-Bot vom Pionier dazu, aber das ist ja nicht wirklich ein Fahrzeug. Von daher sieht man sehr, sehr schnell so Parallelen zu Call of Duty. Also da, und deswegen denke ich mal, fühlen sich auch sehr, sehr viele Spieler mittlerweile im Battlefield auch pudelwohl, weil sie in Close Quarters so eine sehr gute Alternative gefunden haben. Wenn wir jetzt Close Quarters näher betrachten, nämlich die einzelnen Spielmodi, die da wären Eroberung Vorherrschaft, Waffenmeister oder die verschiedenen Deathmatch-Modi, stelle ich mir die Frage, im Grunde spielen sich doch alle Spielmodi wie Team Deathmatch, oder? Also es gibt immer zwei Teams, egal ob ich jetzt Waffenmeister spiele oder Eroberung, die sich gegenseitig mächtig auf den Kopf hauen. Und ausgenommen ist vielleicht Eroberung, weil da haben wir noch ein paar Flaggen, aber muss man die mitnehmen oder kann man auch nur rein auf Kills gehen? Dadurch, dass man die Flaggen auch sehr schnell einnimmt, kann man die fast bei einem normalen Durchlauf, also so beim nebenbei vorbeigehen, nehme ich halt noch die Flagge mit, bringt ja auch noch ein paar Pünktchen. Aber im Grunde kann ich auch rein auf Kills gehen. Der Grund, warum ich so schnell Close Quarters zu den Akten gelegt habe, ist einfach, dass ich an das Spiel an sich oder an diesen Spielmodus an sich, an das andere Battlefield, mit der falschen Einstellung rangegangen bin. Ich spiele oder ich wollte Close Quarters wie ganz normal Eroberung spielen. Und das ist, glaube ich, bei Close Quarters überhaupt nicht möglich. Weil einfach die Räume, die man auf den Karten hat, wesentlich kleiner sind. Das ist alles wesentlich enger, es ist alles wesentlich hektischer. Und so wie es bei Eroberung ist, nämlich dass man gezielt und abgesprochen ganz in Ruhe zu einer Flagge marschieren kann, das gibt es in Close Quarters nicht. Also man kann zwar schon ein bisschen miteinander plaudern, aber das ist alles so schnell und hektisch, dass man sich eigentlich wie in Team Deathmatch fühlt. Weil da ist alles auch wesentlich schneller. Man hat auch kein richtiges Objective, sondern man muss rein auf Kills gehen. Der erste Schritt ist eigentlich, dass man weg muss von den Eroberungsgedanken. Also wer von euch zum Beispiel nur Eroberung zockt, wird, denke ich mal, so wie meiner einer auch, sehr viele Probleme mit Close Quarters haben. Vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich da eine Ausnahme. Aber so war es bei mir zumindest. Wie oder welche Parallelen gibt es von Close Quarters zu Deathmatch allgemein? Also die erste Parallele, die ich ganz schnell gesehen habe, sind, dass es gibt bei beiden keine festen Spawnpunkte. Also es gibt keine festen Flaggen zum Beispiel, sondern man wird an eher Spawnbereichen gespawnt, die sich auf der Flagge verteilen. Hier auf Wake Island zum Beispiel gab es drei Spawnpunkte. Ich glaube, einer war am Wasser beim Container. Und zwei waren ein bisschen mehr ins Landesinnere, aber auch am Rand und gegenüberliegend voneinander. Also man wird eigentlich nicht genau in der Mitte der Karte gespawnt, wo einem eigentlich jeder ja, auf den Sack hauen kann sofort. Aber da haben wir auch schon wieder Parallelen zu Close Quarters, weil ich behaupte da einfach mal, dass es auch bei Close Quarters Spawnbereiche gibt.
wenn man diese Spawn-Bereiche kennt, wird auch Close Quarters ein bisschen berechenbarer und nimmt somit auch ein bisschen die Geschwindigkeit oder die Hektik aus dem Spiel allgemein raus, weil wenn ich weiß, wo der Gegner spawnt, kann ich mich auch darauf einstellen. Wenn ich jetzt in Close Quarters starten möchte, oder ich habe mir jetzt überlegt, wie komme ich am besten in Close Quarters rein. Und das ist einfach der Weg für mich über Team Deathmatch. Natürlich kann ich nicht einfach so meine Klasse nehmen und sie in so einen Deathmatch-Modus reinschmeißen, sondern ich muss mir, oder ich habe mir genau überlegt, welche Klasse nehme ich mit, welche Ausrüstung nehme ich mit, welches Perk nehme ich mit, welche Waffen nehme ich mit und welche Ausrüstung für die Waffen nehme ich mit. Das sind alles Sachen, wo ich mich nochmal hingesetzt habe und auch meine Gewohnheiten ein bisschen über den Haufen geworfen habe, weil ich denke mal, jeder von euch hat so seine Lieblingswaffe, Lieblingsklasse, aber diese Waffen und Klassen sind unter Umständen nicht für alle Modi und somit vielleicht auch nicht für Close Quarters geeignet. Als Klasse habe ich mir den Sturmsoldaten gewählt, weil dieser einfach den Vorteil bietet, dass ich mir selbst Medi werfen kann und auch meine Teamkollegen reanimieren kann. In Team Deathmatch hat dies den Vorteil, dass ich A, immer einen Kollegen wieder bei mir an der Seite habe, aber auch, dass ich verhindere, dass meine Teamkollegen wild auf der Karte gespawnt werden, sondern dass sie immer bei mir sind. Also man kann zwar auch bei einem Squadleader spawnen, aber jeder Spieler, der gar nicht erst abkratzt, sondern immer wieder aufsteht, ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Auch in Close Quarters, weil da habe ich auch keine festen Spawnpunkte. Und da ist es immer hilfreich, einen Kollegen an der Seite zu haben, der einen auch selber wieder zurückholen kann, wenn man mal über den Haufen geknallt wird. Als Perk habe ich mir Schutz rausgesucht, aus dem einfachen Grund, weil dies den Niederhalten-Effekt verringert. Und ich dadurch eine Zeit lang zumindest gezielter treffen kann. Nun kommen wir zur Waffe. Also, ich habe sehr, sehr lang mit dem M16A3 gespielt, weil es für mich einfach die ultimative Allrounder-Waffe ist. Aber die M16A3 ist zwar ein guter Allrounder, aber es gibt stärkere Angriffswaffen und da fiel die Wahl einfach auf die AEK 971. Warum das Ganze? Da habe ich mir so ein paar Statistiken rausgesucht. Und zwar die AEK macht so wie jedes andere Sturmgewehr auch, ausgenommen ist das G3-Gewehr, maximal 25 Schaden pro Kugel und minimal 18,4. Das G3 macht ein bisschen mehr, hat aber dafür deutliche Nachteile. Natürlich ist es nicht nur wichtig, wie viel Schaden macht eine Kugel, sondern fast entscheidend ist es, wie schnell kann das Gewehr die Kugeln aus dem Lauf rauspumpen. Und da liegt die AEK hinter der FAMAS auf Platz 2 mit 900 Kugeln pro Minute. Die FAMAS macht 1000, hat aber dafür wieder ganz andere Nachteile. Im Vergleich dazu, die G3 hat eine deutlich geringere Schussfrequenz. Natürlich sind nicht nur die Kugeln wichtig, wie schnell die den Lauf verlassen, sondern es ist auch wichtig, wie groß ist mein Magazin. Und da hat die AEK mit 30 Kugeln im Magazin und eine Kugel im Lauf, Maximalaufladung, somit 31 Kugeln. Und im Vergleich zur G3, die nur maximal 21 Kugeln hat, hat die AEK ja, 10 Freunde mehr, die schneller laufen als wie der Gegner. Neben den Kugeln ist es natürlich auch wichtig, wie lange brauche ich eigentlich zum Nachladen von dem Gewehr. Und da kommt der ganz große Nachteil der AEK ans Tageslicht, nämlich die Nachladezeit. Wenn ich noch Kugeln im Lauf habe oder im Magazin habe, brauche ich 2,65 Sekunden. Wenn das Magazin komplett leer ist, brauche ich sogar 3,72 Sekunden. Mit so einer lustigen Animation, aber ich muss da meine Spielweise ein bisschen drauf einstellen, nämlich, dass wenn ich nachlade, dass ich mir eine Deckung suche. Und dass ich nicht einfach wieder loslaufe und dann mitten im Lauf so mal lockerflockig nachlade, weil wenn nämlich dann ein Gegner genau in dem Moment ums Eck kommt, hat man eigentlich schon verloren. Also man muss auch hier seine Spielweise anpassen. Neben dem Magazin und neben der Nachladezeit ist es natürlich auch wichtig, wie sich das Gewehr im Kampf verhält, nämlich wie die Streuung ist. Und da habe ich festgestellt, dass die AEK eine Streuung nach links oben hat. Wenn man das weiß, kann man sich darauf einstellen und entsprechend den Controller oder die Maus in die Gegenrichtung leicht bewegen, damit die Kugeln möglichst in die Mitte gehen.
In dem Video, was ihr im Hintergrund hier seht, auf Wake Island, seht ihr, dass ich mit Mündungsfeuerdämpfer spiele und Rotpunktvisier. Mittlerweile habe ich dieses Setup nochmal über den Haufen geworfen und spiele jetzt auf normalen Karten, also nicht Close Quarters oder Deathmatch, mit Frontgriff und Mündungsfeuerdämpfer. Ansonsten packe ich da den schweren Lauf drauf und nix. Also wenn ich große Karten habe, dann lasse ich den Frontgriff weg, weil ich einfach die Präzision in der auf Distanz haben möchte. Und der schwere Lauf verstärkt diesen Einzelbeschuss, diesen Bürstenmodus noch ein bisschen, dass die Kugeln auch nochmal genauer gehen. Wovon ich sofort der Hand gelassen habe, ist große Visiere wie Arcog, also mit Zoom drauf. Weil, also ich persönlich treffe mit Zoom überhaupt nichts. Also das ist mir alles dann zu wischiwaschi. Und in Close Quarters braucht man dann Vierfach-Zoom? Also ich glaube nicht. Also beim besten Willen, da sind die Karten einfach zu klein. Und man sieht ja fast die Gegner von einer Karte auf der, also von einer Seite auf der andere. Und da ist es sehr, sehr wichtig, ja, dass man möglichst wenig von seinem Sichtfeld verloren geht. Dass wenig von seinem Sichtfeld verloren geht. Uiuiui, Zungenbrecher hier. Bei der AEK ist es auch wichtig zu wissen, dass der erste Schuss extrem genau ist. Also wer wirklich auf Distanz gehen möchte, der kann auch mal einen Vierfach-Zoom probieren. Und auf den normalen Karten das Ding so als Pseudo-Sniper-Gewehr einsetzen. Also das Ding macht gut Schaden und man kann sehr, sehr präzise so auf Einzelschuss schießen. Für Close Quarters werde ich dann später einen Frontgriff, Laserpointer, ganz, ganz wichtig, und das Rotpunktvisier mitnehmen. Frontgriff einfach, dass ich die Stabilität habe. Bei engen Gefechten den Laserpointer, dass ich ordentlich auch aus der Hüfte schießen kann, und Rotpunkt, weil ich halt wenig von meinem Sichtfeld verliere und dieser kleine rote Punkt beim besten Willen mehr als ausreicht. Neben dem Gewehr ist natürlich auch wichtig, welche Pistole nehme ich mit. Da habe ich mich für die Rex entschieden. Die hat zwar nur 6 Kugeln im Lauf und hat auch eine sau geringe Schussrate, macht dafür aber pro Kugel einen maximalen Schaden von 50. Und da setze ich einfach auf Klasse statt Masse. Also lieber habe ich eine Kugel, die den Gegner trifft, und der Typ trifft, anstatt dass ich mit einer M9 oder so da x-mal auf den Gegner holzen muss. Weil wenn ich da eine Kugel treffe und dann die anderen 10 vorbeischieße, steht der Typ ja immer noch vor mir. Und bei der Rex reicht ein Treffer, wenn er schon angefrackt ist und der Typ kippt. Und an die Rex, daran gewöhnt man sich. Also die hat eine sehr hohe Streuung nach oben. Aber man kann trotzdem sehr, sehr präzise schießen. Also man muss sich halt nur darauf einstellen, dass das Teil immer nach oben zurückschlägt. Aber das hat halt auch mit der Spielweise wieder zu tun. Also ihr seht schon, man kann, wenn man seine Spielweise ein bisschen überdenkt, seine Ausrüstung ein bisschen überdenkt, auch in so Modi wie halt Deathmatch und dann später als Stufe 2 Close Quarters vielleicht sogar rocken. Schauen wir mal, wie es in Close Quarters läuft. Also in Team Deathmatch werden wir dann am Ende sehen, wie es gelaufen ist, die Runde. Aber ich habe da noch ein paar Gedanken dazu, zu dem ganzen Thema allgemein. Und zwar habe ich mir so meine Spielweise ein bisschen über den Haufen geworfen, dass ich weg muss von dem Gedanken wie Eroberung, nämlich dass ich feste Ziele verfolge. Also ich muss davon weg, oder man sollte allgemein von den Gedanken weg, dass ich strikt zu einer Flagge renne, sondern dass ich einfach komplett mal anders laufe, als wie man zu der Flagge eigentlich kommt. Weil damit rechnet nämlich der Gegner auch nicht. Also ich sollte eigentlich Close Quarters mehr spielen wie Team Deathmatch als wie, ja, normal Eroberung. Also von den Gedanken sollte man wegkommen. Zudem sollte man lernen, wo die Spawn-Bereiche sind. Also ich hatte hier einen guten Führer an der Hand, nämlich meinen Kollegen Hibbel, der Team Deathmatch die Karten und halt auch die Spiel, die Spawn-Punkte in- und auswendig kennt. Und wenn man diese Spawn-Bereiche kennt, wird das Spiel für einen selber auch wesentlich greifbarer und berechenbarer, weil es einfach keine Überraschung gibt, dass urplötzlich neben einem Gegner steht und man sich fragt, hui, wo kommt der jetzt her? Wenn man aber weiß, ich bin jetzt ganz allein in dem Spawn-Bereich der Gegner, muss ich einfach damit rechnen, dass jederzeit neben mir einer spawnen kann. Jetzt muss ich nochmal auf meinen Zettel schauen, damit ich hier ja nichts vergesse von meinen Punkten hier, die ich mir aufgeschrieben habe. Wichtig ist es auch am Anfang, wenn man mit Team Deathmatch anfängt, dass man vielleicht nicht gleich quer über die ganze Karte rennt, auch wenn sie einem bekannt vorkommt. Nämlich, dass man vielleicht anfängt zu patrouillieren. Also man sucht sich einen Bereich der Karte aus,
den man in- und auswendig kennt. Also wo man zum Beispiel jedes Haus kennt, jeden Stein kennt, jede kleine Ecke kennt, wo ein Gegner hocken kann. Und da anfängt zu patrouillieren. Also immer um eine Ecke laufen und wieder zurück. Immer um die Ecke und wieder zurück. Und dadurch, dass man diesen Bereich kennt, ist man halt auch vorbereiteter. Man weiß genau, ich muss jetzt in die Ecke gucken, weil da könnte ja einer hocken. Wenn man den Bereich dann in- und auswendig kennt, kann man ja sein Gebiet ein bisschen ausbreiten. Und so tastet man sich meiner Meinung nach systematisch an die gesamte Karte ran und lernt sowohl die Karte besser kennen, als auch hat einen besseren Überblick über die Spawnbereiche, die versteckten Ecken. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, das Ganze. Also lerne die Karte auswendig, probiere möglichst die Spawnpunkte dir einzuprägen und halt auch so kleine Ecken. Also wo sind Häuser, wo man reingehen kann? Wo sind Steine, wo ein Gegner dahinter liegen kann? Oder wo ist ein Dach, wo ein Gegner drauf liegen kann und mich dann vielleicht von oben wegholzt? Also auf manche Dächer kommt man nicht direkt, sondern nur über Umwege. Aber wenn man die Ecken kennt und die Team Deathmatch-Karten sind zwar deutlich kleiner als die Eroberungskarten, aber immer noch größer als Close Quarters. Aber man tastet sich halt langsam ran. Also man macht keinen großen Schritt direkt von den normalen Karten in Close Quarters, sondern geht einfach nur eine Zwischenstufe, die das Ganze ja leichter macht. Wichtig ist es auch, das Team an sich, dass man das nochmal überdenkt. Also ich habe so festgestellt, dass wenn wir Zweierteams gebildet haben, also wie ich es zum Beispiel mit Hibble immer gemacht habe, dass das nie zu viel wird. Also vier Mann fallen einfach zu sehr auf. Und wenn man in den Hinterhalt gerät, kippen halt von einem Squad nur zwei um. Das ist aber immer noch besser, als wenn ein komplettes Squad umfällt, nämlich vier Mann, und man in Team Deathmatch somit vier Tickets verliert. Und in Close Quarters vielleicht den Squad Leader und somit den sicheren Spawnpunkt. Also Zweierteams sind gut. Am besten beide als Sunny, damit einer immer den anderen zurückholen kann. Natürlich kommt man früher oder später an Munitionsknappheit, aber es gibt ja immer noch Kits der Gegner, die man aufheben kann und sich so wieder Munition verschaffen kann. Das darf man auch nicht vergessen. Ziel des Ganzen ist es eigentlich, die Hektik aus dem ganzen Spiel rauszunehmen. Also wenn ich mich an Team Deathmatch gewöhnt habe, wenn ich weiß, wo spawnt der Gegner, auf welche Plätze oder auf welche Orte muss ich besonders achten, was kann mir jetzt entgegenkommen, wenn ich jetzt um eine Ecke X zum Beispiel rumlaufe? Ist da vielleicht bereits ein Spawnpunkt? Kann ich mich darauf schon einstellen? Und so diesen Druck und diese Panik komplett rauszunehmen. Und ich denke mal, die Panik, die man hat in dem Spiel, oder diese Nervosität, die sich nacheinander dann aufbaut, das ist eigentlich die Hauptursache, warum man in Close Quarters auf den Sack bekommt und dann sich dann gar kein Land mehr sieht. Also ich meine, wenn man spawnt, ums Eck rennt, sofort abgeknallt wird, das Spiel macht man 3-4 Mal, da sagt man sich, ey Leute, da habe ich einfach keinen Bock drauf und schmeißt dann relativ schnell die Flinte ins Korn. Also ich werde probieren, jetzt öfters Team Deathmatch zu zocken. Das ist so meine erste Stufe, um näher an Close Quarters ranzukommen. Also ich habe ein paar Runden jetzt letztes Wochenende mit Hibble zusammen gespielt. Und da auch nochmal besten Dank an dich, mein Freund. Das war wirklich sehr, sehr informativ, was du mir da alles gezeigt hast. Auch allein schon die Tatsache mit den Spawnpunkten hat mir da wirklich extrem geholfen. Also wer einen guten Server mal sucht, wo man Team Deathmatch zocken kann, schaut beim Hibble mal vorbei. Ich glaube, sein Server heißt Lake irgendwas. Am Anfang steht es auf jeden Fall. Schaut da einfach mal bei ihm vorbei. 300 Tickets, da gibt's genug zum Abknallen. Die Runde ist vorbei. Die KD ist mehr als in Ordnung, also ich glaube, das war einer meiner besten Team Deathmatch-Runden überhaupt. Obwohl das an dem Tag, ich glaube, die dritte oder vierte Runde gerade mal war. Also man macht auch in Team Deathmatch sehr schnell Fortschritte, wenn man sich seine Ausrüstung überlegt und vor allem seine Spielweise anpasst. Weil die Spielweise ist meiner Meinung nach der Schlüssel dazu, dass man auch in Close Quarters rockt. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen ersten Teil eine kleine Freude machen. Und sehe euch bei Teil 2, Close Quarters kommt. Ciao, ciao, euer Tom Thompson.